Ich habe dieses Kistchen auf dem Fahrrad hinten drauf, damit ich Wildschweinschädel transportieren kann. Ich komme gerade aus dem Wald und habe da dieses Ding hier gefunden. Hat der Obelix recht schön abgenagt. Ist vielleicht von einem weiblichen Wildschwein. Und da habe ich gedacht, Zähne sind doch so hart wie Stahl. Vielleicht kann man damit auch drechseln. Karlchen, guck mal. Ein Wildschwein. Oh. Karlchen hat keinen Respekt vor einem Wildschwein. Völlig egal. Ja. Man soll Wildschweinschädel nie gegen die Fahrtrichtung transportieren, das gibt Unglück. Also wir klären mal die Frage, konnten die in der Steinzeit Holz drechseln oder konnten die das nicht? Der Professor Flintstone aus Princeton, der behauptet ja, er hätte zweifelsfrei auf so einer Höhlenmalerei eine gedrechselte Holzschale erkannt. Na ja gut, also wir wollen das mal probieren. Ich habe mir hier jetzt so ein Holzgriff gemacht und habe den Schneidezahn von der Wildsau ein bisschen zurechtgeschliffen und da einfach vorne reingesteckt. Und beim Drechseln belaste ich den dann so, wie er beim Kauen auch belastet worden ist. Ich denke mal, dass er so am stabilsten ist. Und da wollen wir mal gucken, ob das ging. Ich habe hier jetzt extra mal ein Stückchen Pebbelsholz besorgt. So hieß das damals in der Steinzeit und das nennen wir heute Pappelholz. Also ihr seht, in den 30.000 Jahren hat sich dieser Name kaum verändert. Wollen wir mal sehen? Es ist noch ziemlich frisch, aber das macht nichts. Es ist angeblich ein ziemlich weiches Holz. Mal gucken, wie das geht. Das hier ist Birke, das geht noch besser als das Pebbelsholz.
Jetzt noch eine Handvoll Sand und dann ist der erste Pilz schon fertig. Ein Birkenpilz. Ein steinzeitlicher Birkenpilz. Ein echtes Stück Kinderarbeit war das damals. Pebbles hat an der Kurbel gedreht und dann ging das los. Wer den Sauzahn geführt hat, ist nicht überliefert.